mit ihr zu machen, die in der nächsten Ausgabe publiziert wird. Wir sehen uns gerade nachher wieder. Und wir haben es noch einen Moment länger von dieser Yvonne Katterfeld, die bemüht ist, ihr altes Image abzustreifen und als ernsthafte Musikerin wahrgenommen zu werden. Das ist nicht ganz einfach, denn sie war das Schätzchen der Nation bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sie hat aber, bevor sie dort angefangen hat, Musik studiert, Populärmusik und Jazz in Leipzig. Und das wollte mein Kollege Nino Gadient verifizieren. Er hat sich von Yvonne Katterfeld etwas vorsingen lassen. Da kommt sie, Yvonne Katterfeld, flankiert von Gitarrist und Managerin. Halt, ganz Popstar. Oh Gott, bei Popstar zucke ich gleich innerlich zusammen. Angereist ist sie, um in Frankfurt ihre neuen Songs vorzustellen. Früher war es immer mehr Pflicht, so mehr Pflichttermine. Inzwischen kann ich mir schon, und das ist jetzt ein Privileg auch dessen, dass ich so lange jetzt schon dabei bin, dann doch aussuchen, was ich gerne machen möchte. Sie geht den Weg, den so viele gehen wollen. Richtig erfolgreich wurde sie als blonde Julia Blum in der Soap GZSZ. Und mit Dieter Bohlens Song Für dich dominierte sie monatelang die Charts. Das seichte Liedchen haftet an der ausgebildeten Musikerin. Und damit das Image des harmlosen Mädchens. Yvonne Katterfeld wird ständig unterschätzt. Wenn man irgendwann spürt, dass die Erwartungshaltung so niedrig ist, dass man einfach weiß, okay, ich kann eigentlich nicht verlieren, ich kann eigentlich nur gewinnen. Aber es ist irgendwann frustrierend, weil für mich ist Erfolg. Oder für mich fühlen sich Dinge erst gut an, wenn ich mein Potenzial ausschöpfen kann. Potenzial ausschöpfen bedeutet für die Sängerin, sie gründet nach 16 Jahren im Showbiz ihre eigene Plattenfirma. Bringt ihr Album Guten Morgen Freiheit selbst raus. Und sie allein bestimmt, was sie singt, wie sie auftritt, worüber sie spricht. Ich habe einfach immer mehr gespürt, wie mich doch andere Meinungen manchmal irregeführt haben. Und so viele Meinungen auch auf mich eingeprasselt sind. Das Popsternchen von einst ist passé. Einzig die Texte ihrer Lieder erinnern stark an die alten Bohlenzeiten. Ihre Stimme hat an Reife gewonnen. Und ihre klaren Vorstellungen klingen mit. Und auf dem Ordnerrücken steht einmal quer, wer ich nicht bin. Hast du Höhen drin? Okay. Probier mal, wie es mit weniger Höhen ist. Guten Morgen, Freiheit. Es tut so gut, dich wieder mal zu sehen. Mit Fachwissen überzeugt sie auch als Jurorin einer Castingshow. Der rote Sitz, ein Ritterschlag in der Branche. Ist das die geglückte Emanzipation im Entertainment? Also ich würde es eher nicht Emanzipation nennen, sondern Intuitionsverfolgung oder sowas. Oder Selbstvertrauen. Den Sprung zur Unternehmerin hat Yvonne Katterfeld definitiv geschafft. Allerdings mit dem alten Erfolgsrezept. Eingängiger Text trifft auf eingängige Melodie. Macht aber nichts, denn jetzt profitiert ja einzig sie selbst. Na dann? Guten Morgen, Freiheit.